Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier aus Hamburg. Heute hier Mammutmarsch Hamburg. Wir haben die Kurzstrecke gewählt, 42 Kilometer. Und Kamera gerade angemacht, ist ja gerade so ein bisschen zu schneien hier, so um den Gefrierpunkt. Und ja gut, das kann schon mal sein, Ende Februar ist es ein bisschen kalt ist. Ich hoffe, Sonne kommt noch ein bisschen raus, dass es nicht so ganz unangenehm wird. Und ich bin heute auch nicht allein unterwegs, denn wir sind mittlerweile ein richtiges Grüppchen, was ich hier zusammen gesammelt habe. Da freue ich mich auch. Das ist das lachende Auge, ein weinendes Auge habe ich auch so ein bisschen, denn mein Wanderbuddy, der Walter, mit dem ich sonst alle Märsche unternommen habe, ist heute leider nicht dabei. Von hier aus liebe Grüße nach Aachen, Walter. Ich hoffe, nächstes Mal klappt es dann wieder. Jo, und hier der Mammutmarsch Hamburg an der Rugby Arena, der Start. Da geht's gleich los. Ja, mit dabei heute Morgen auch hier der Black Max, der Peter. Und es ist ein erster längerer Marsch jetzt, mal nicht 30 Kilometer, sondern ja, 42 heute. Wir steigern uns. Ja, geht auf die 100 zu. So Freunde, es ist langsam ernst hier. Der Schneeschauer hat auch nicht wirklich nachgelassen. Peter steht natürlich wieder im Regen, wenn er sich keinen Schirm mitnimmt. Ich kann nur darauf hinweisen. Er macht es ja einfach nicht. Ne? Ja, Chef hat gesagt, es regnet nicht. Nee, es regnet ja auch nicht. Es schneit. Ne? Ja. So. Also, so. Toll. Genau dabei bleiben. Und wie gesagt, nicht allein unterwegs hier. Mit dabei der Lutz. Lutz, du hast richtig Schnee schon auf dem Rucksack. Du lädst gerade Gewicht zu. Ja. Und Lutz auch erster Mammutmarsch. Ja, richtig. Aufgeregt. Aber ja, schon, ja. Ich bin auch immer aufgeregt, auch wenn es nicht der erste ist. Das erste Mal gut vorbereitet. Schon mal die originale Cola mit. Keine Zero Cola. Kein Zero, nein. Aber hier noch eben, ja, warum? Der Jörg. Kennt ihr schon aus dem Video, als wir Geschenkübergabe gemacht haben zur Weihnachtszeit? Ich hätte auch gedacht, du hast Clio dabei heute Morgen. Um Gottes Willen, nee, nicht gemacht. So ein bisschen Abwechslung mit Hund ist ja auch eine nette Sache sonst. Ne? Und die Kathi möchte auch gefilmt werden. Kathi kennt ihr ja noch hier vom Mammutmarsch Hannover. Hallo. Und wir warten mal ein bisschen mit Walter, ne? Dass Walter nicht dabei ist. Ja, voll. Wie gesagt, hoffen wir mal demnächst dann hier Mammutmarsch Ruhrgebiet, Duisburg oder sowas. Machst du auch mit? Ja, aber nur die 30. Ja, Samstagsveranstaltung. Ne? Genau. Aber erstmal heute schaffen hier und mal gucken, dass wir durch den Schneesturm durchkommen hier. So, jetzt haben wir doch endlich mal ein richtig schönes Hamburger Wetter hier. Richtige Brühe. Naja, so, wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr alle da seid und wir euch die Hansestadt heute so präsentieren können, wie sie nun mal ist. Kilometer 3, wir sind gut dabei und haben ganz gute Laune bekommen hier, weil die Sonne hat sich blicken lassen. Natürlich, wenn ich die Kamera anmache, ist sie wieder verschwunden, aber gerade war richtig schön ins Gesicht hier gelächelt, die Sonne. Und ich kriege dann immer direkt gute Laune. Ist das bei dir, Lutz? Ja, richtig, habe ich auch. Auch gute Laune heute? Ja, noch ja. Wird sich zeigen. Und herzlich willkommen in Eppendorf. Ja, Freunde, neben mir jetzt hier der Joe, extra aus Stuttgart angereist hier zum Mammutmarsch Hamburg. Ist auch sehr treuer Mammutmarsch-Teilnehmer, allerdings sein erster Marsch, wo er wirklich mit marschiert. Ne? Sonst immer ja, an den Verpflegungsposten, einer von denen, die ehrenamtlich da bereit sind, uns zu versorgen.
ist auch mal wieder klasse, dass hier auch mal wieder gute Laune hier verbreitet wird und ein paar lockere Sprüche, die da als abgehetzter Wanderer entgegenkommen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass die Teilnehmer entsprechend dankbar sind. Und das tut natürlich als Volunteer dann auch entsprechend gut. Also da gibt es von der anderen Seite auch nichts zu meckern, definitiv. Und wie ist das für dich jetzt als Teilnehmer? Ist aber jetzt nicht hier die Herausforderung, 42 Kilometer Hamburg. Nein, das geht schon. Ein lockerer Stadtspaziergang. Genau, richtig, ganz gemütlich. War herrlich im Frühlingswetter, es schneit schon wieder. Ja, aber macht Spaß. Dazu, ja. Ne? Ja, genau. Ein bisschen Schiedwetter muss schon sein. Wir sind ja alle gut angezogen. Ja. Und die Stadt bremst uns jetzt hier aus. Rot. Freunde, Kilometer 7 und es sieht aus, als ob hier so ein VP2Go ist, dass man hier saure Gurke auf die Hand bekommt. Oh, es ist genau das Richtige hier. Leute, die nicht gefrühstückt haben. Dankeschön. Dankeschön. Tippitoppi hier, aber nicht gefrühstückt. Und jetzt ein Stück Kuchen. Ach, guck mal, es ist noch richtig VP hier. Und wir sind ja schon um 7 Uhr heute Morgen kurz nach 7 vom Hotel abgeholt worden. Das heißt, Frühstück gab es gar nicht, auch kein Kaffee. Der erste Kaffee hier heute. Wir haben das ganze Zeit schon hier entkoffiniert unterwegs, geht gar nicht. Herrlich. Kilometer 9. Wir kommen jetzt hier zur Außenalster, also Richtung Innenstadt und dann geht es an die Elbe. Aber es sind noch ein paar Kilometer, 2, 3 oder so. Kilometer 12 sind in der Innenstadt Hamburg hier unterwegs, gerade von der Mönckebergstraße abgebogen. Rathaus haben wir euch ja gerade gezeigt. Und was wir so ein bisschen vermissen, wir hatten als Frühstück eigentlich nur das kleine Stück Kuchen, beim Zwischen-VP vorhin, eine Fischbude, eben so ein Fischbrötchen. Ja, eine große Hoffnung hier. Peter und ich auf Hamburg gesetzt, dass uns hier regelmäßig auch ein Fischbrötchen anlächelt. Ja, da waren wir noch drauf. Da hatte ich jetzt echt Bock drauf. Ja, 12 Kilometern hier, langsam mit Zeit, 2,5 Stunden mal ein bisschen was essen. Ne? Leute, kaum ausgesprochen. Fischbude, Fischbrötchen vom Feinsten. Was heißt das hier? Nee, ist ja keine Fischbude. Das ist keine Restaurant. Fischbude. Dauert zu lange. Oh, ich will eine Bude. Muss man reserviert haben, keine Ahnung. Also weiter geht's hier. Für mich ja auch bei jedem Hamburg-Besuch eigentlich immer ein Highlight und irgendwie auch ein Muss hinzugehen da hinten. Heute mal die Ausnahme. Das Miniaturwunderland. Tippitoppi.
mittlerweile Sonne auf, wir ein bisschen rausgekommen hier. An den Landungsbrücken sind wir jetzt hier angekommen. Und da lädt uns gerade so eine Hafenrundfahrt ein. So ein bisschen, gibt ja nicht auf Zeit hier ein bisschen Abwechslung, Peter? Oder so, ja. Hafenrundfahrt, da gibt es bestimmt auch ein Fischbrötchen auf dem Schiff. Der wird davon, ne? Ja, besser die Hafenrundfahrt anstatt die andere Hafenrundfahrt, die große. Die Hafen. Alles klar, weiter geht's. Lange mussten wir ja warten, jetzt die Kilometer 15, aber jetzt gibt's hier das ersehnte Fischbrötchen. Frühstück. Lecker Fisch. Ja, und gleich direkt nach dem Fischbrötchen hier, Kilometer 16, der Verpflegungsposten, der offizielle VP1. Aber wir bringen unsere Verpflegung ja schon mit zum Verpflegungsposten. Ich habe mich mittlerweile auch dran gewöhnt, bei den Verpflegungsposten hier, Mammutmarsch, dass es keine Met-Sticks mehr gibt. Ist alles irgendwie fleischfrei. Ist okay. Bei mir ist jetzt auch der Wille gebrochen sozusagen. Jetzt auch nur noch gesunde Sachen. Cola-Flaschen, Mäuse, Brezeln, die gute Gurke gehört immer dazu beim Mammutmarsch und ein vitaminreiches Schokobrötchen. Und gerade noch erwähnt hier, von wegen nur gesunde Sachen hier beim VP. Aber ne, der Jörg hat ja hier die Sticks mitgebracht. Tippitoppi. Und der Lutz hat sogar, guck mal hier. Oh. In der Wiener Würstchen. Das ist zu blöd. Das ist Fürsorge. Das ist richtige Fürsorge hier. Dankeschön. Bitteschön. Da freue ich mich jetzt. Ja, liebe Leute, war jetzt VP1. Und jetzt geht's direkt weiter. In 11 Kilometer kommt da schon VP2. Müssen wir so eine kleine Sprinteinlage machen, dass wir die Kalorien mal wieder loswerden von hier. Das ist ja mehr so ein gemütlicher Morgenspaziergang. Was haben wir im Durchschnitt? 4, irgendwas jetzt, ne? 4,4. Mit dem Power, hey, geht ja gar geht nicht mehr. Ist ja dunkel, wenn das geschaut. Das ist Fischhalle. Heute wieder das gleiche wie bei allen Sachen, die ich ja immer an der frischen Luft in Bewegung mache. Wenn ich mal eine Pause gemacht habe, dann dauert er erstmal wieder in Gang kommt. Wir haben gar nicht lange gesessen, 10 Minuten, für ein Stündchen höchstens. Aber trotzdem, ne, ist auch richtig, richtig rattenkalt gewesen unter dem Fischmarkt. Richtig kalter Wind. Ja. Aber da kommt man hier direkt wieder auf Temperatur bei dem Gelände. Ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Kann man sich jetzt sogar aussuchen, ob man die Treppe laufen möchte oder ob man den Umweg gehen möchte. Thank you.
ja, mittlerweile hier auf der Elbchaussee unterwegs und ja, wieso? Halbe Strecke haben wir jetzt, wie geht's dir? Ja, so im Überlebensmodus, ne? Ist schon so weit? Nein, so schlimm noch nicht, aber die Herzfrequenz ist hoch. Ja. Also fühlst du alles gut? Ja. Aber ein bisschen schnell. Machen wir so ein paar Atemübungen. Ne? Ja, ein paar Atemübungen. Müssen wir mal gut aufpassen, ne? Dass sie nicht falsch abbiegt oder nicht abbiegt. Und jetzt hier weitergeht und hier in den Jinschpark. Kilometer 24 mittlerweile und herzlich willkommen hier in Klein Flottbek. Wieder verführerisch jetzt hier S-Bahn-Station. Aber natürlich, die wollen die Diskussion, oder Jungs hier? Nee, ne? Nein. Hallo, du kannst durchfahren. Auch. Weiter. Ja. Weiter geht's. Ja, an der Umsteigung. Aktuell sind wir jetzt hier im Altona Volkspark unterwegs und ich muss ja sagen, so als Tourist sozusagen, als kein großer Hamburg-Kenner, auch schon mal hier gewesen, aber immer irgendwie die gleichen Sachen gesehen, dass man ein Tourist so sieht, zum Beispiel zu Landungsbrücken hin, Miniaturwunderland und so weiter, und das ist schon für uns hier als Touri eine richtig schöne Abwechslung, die Tour. Ja. Man sieht richtig was hier von Hamburg, finde ich, natürlich die verschiedenen Stadtteile. Also von daher, wenn ihr Bock habt, immer unbedingt mal machen hier. Diesen Little Mammut Hamburg, 42 Kilometer, ist natürlich schon was. Ne? Das ist nicht mal eben hier ein längerer Spaziergang, ne? Kommt mit den ganzen Treppen und so. Aber nichtsdestotrotz, ne? Wir kriegen richtig was geboten hier und haben gute Laune. Ja, liebe Leute, jetzt Kilometer 27 VP2 und ein paar von der Truppe sind jetzt hier auf Toilette und da haben wir gerade mal die Rucksäcke hier zum Aufpassen und festgestellt, boah, was kann man sich da alles reinpacken, ne? Soll es kein Geläster sein, das ist aber halt schwer. Und hier Cola-Dosen und alles, und Peter hat ja auch 3 Liter Wasser da drin, ist ja im Prinzip auch vernünftig, was zu trinken mitzuhaben, aber da muss man auch erstmal alle mit sich rumschleppen, ne? Und darum ist ja schon der nächste VP, der letzte war gerade mal erst, so kriegen wir es wieder frisch was auf den Teller hier. Jo. Frische, saure Gurke. Ja, und alle, die meine Videos länger gucken, wissen, ich bin ja leicht zu begeistern. Und hier, guck mal, Spanferkel. Boah, wenn ich das jetzt mache, nee, da geht es nicht mehr weiter. Diesmal sehr gut vorbereitet auf die letzten 15 Kilometer noch oder 16, wie auch immer. Ja, natürlich die Bezucker diesmal. Genau. Sehr vorbildlich. Ja. Auch der Bitter lernt dazu nicht wieder. Wie hieß die Cola Zero hatte das letzte Mal, ne? Cola Zero. Ich wollte was Gesundes. Ja, das war jetzt VP2 hier, wieder ein paar süße Sachen, ein bisschen was Salziges, ein saures Gürkchen. Und hier hätte es auch eine heiße Suppe gegeben, aber die Nachfrage ist halt deutlich höher als das Angebot im Moment. Die kommen mit dem Kochen nicht hinterher. So eine heiße Brühe mit Crouton-Einlage. Egal, ne? Wir sind ja gleich schon im Ziel, noch 15 Kilometer. Weiter geht's. Jetzt gleich Kilometer 30 hier und willkommen im Volkspark. Thank you.
Ja, mittlerweile Kilometer 36 und ich habe festgestellt, ich filme gar nicht mehr so viel. Wir sind jetzt hier in Hamburg-Eppendorf unterwegs, auch befahrene Straße. Und vorher halt Wohnsiedlung, eher größere Häuser, alles und sowas. Auch jetzt nicht so, ist aber anders als an der Elbe langgelaufen. Und haben gar nicht so oft die Kamera rausgeholt. Mal gucken, was wir gleich noch zu sehen bekommen hier. Ein paar Kilometer sind es ja noch. Liebe Leute, ich finde auch ganz, ganz schön gemacht. Jetzt hier nochmal der letzte Zwischen-VP hier, 5 Kilometer, 6 Kilometer vor Ziel. Hast du wieder alte Bekannte getroffen? Ja, wie immer. Hier gibt es Eiskuchen. Was gibt es da? Eiskuchen. Ich hätte gerne ein paar Datteln auf der Hand. Ja, wie viele? So ein paar, so eine Hand, dass ich die eben essen kann. Frischer Kaffee, herrlich. Ja, gerade hat es geschneit, jetzt hier, jetzt scheint die Sonne wieder. Ne? Das ist echt klasse, ist alles dabei heute. Und Jungs, wie sieht es aus hier? Letzte 5 Kilometer? Ja. Oder 6 oder so? Kein Problem. Wenn wir wohl schaffen, ne? Ja, jetzt geben wir nicht mehr auf, aber wir wissen auch, was wir getan haben heute. Das ist definitiv so. Ne? Das war kein Sofa-Samstag. So, Kaffeepause jetzt hier beendet. Endspurt, noch 6 Kilometer haben wir gerade nachgeschaut. Und da wird es wahrscheinlich auch dunkel werden. Ne? Ich habe keine Lampe mit, hatte ich gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, so 17 Uhr sind wir da. Jetzt haben wir es aber schon 4:45. Tja, ist halt so, ne? Jetzt hier Hamburg-Winterhude und hier kreuzt sich die Strecke sozusagen. Wir sind heute Morgen von rechts gekommen und hier links weiter gewandert Richtung Außenalster. Und das heißt, wir sind leider in Anführungsstrichen gar nicht mehr weit weg vom Ziel. Da haben wir so eine nette Gruppe unterhalten, uns hier ganz fein. Und die Kilometer, ja klar, man merkt das schon ein bisschen, dass wir unterwegs sind. Aber ich habe jetzt keine Probleme, ich könnte auch weiterlaufen. Macht eine Menge Spaß hier. Es ist schon fast ein bisschen wehmütig, dass es gleich vorbei ist. Ne? Ja, da spontan uns der Matthias hier gefunden, vom Kanal Saftrad, kommt er hier aus Hamburg und begleitet uns hier mit seinem Klapprad. Letzten Meter. Ja, Freunde, muss ich auf den letzten Kilometer jetzt noch hier die Videolampe auspacken, was gleich auf 18 Uhr zugeht. Und das Bild war schon ziemlich am Verwackeln. So eine Videostabilisierung braucht doch total viel Tageslicht halt. Und darum jetzt Videolampe an. Dann falle ich wenigstens auch auf hier. Kann nicht verloren gehen. Du kannst auch ein bisschen den Weg leuchten. Aber ich glaube, auf die Entfernung wird das nicht gut gehen.
Und Peter, wie sieht es aus? Ja, Endspurt. Endspurt? Ja, sehr. Tschakka. Nutzt auch noch, läuft noch rund. Jo. Ja. Laufen alle noch rund, ne? 30 Meter schaffen wir auch noch. Tippitoppi. Ja. Sind noch 800 Meter oder so. Nicht wieso. Hi! Geschafft, Marsch Hamburg, 42 Kilometer, Zeit weiß ich gar nicht, doch, wir haben es 18 Uhr, sind um 8 gestartet mit Pausen 10 Stunden und jetzt noch schön Medaille abholen. Rot, sehr gut. Einmal Armbändchen, ganz richtig. Soll ich umlegen? Ja, bitte. Hallo. Na, herzlichen Glückwunsch. Bitte. Nehmen wir die 60 oder nehmen wir die vollen 40? Einmal die 60. Dann nehmen wir die. Ja. Natürlich. So, Lutz, wie war es jetzt für dich? Erster Mammutmarsch, direkt im 42er angefangen hier. Ja, also es war schon am Anfang sehr angenehm, aber ab dem Hafen, seit 65 Kilometern, fing langsam die Schmerzen in den Füßen an. Ja. Hat sich durchgezogen leider bis zum Schluss, aber ich habe durchgehalten. Weiß ich noch nicht. Genau, und da kann man stolz drauf sein, wie heißt das so schön? Die Schmerzen vergehen, der Stolz bleibt. Da kann man ruhig empfehlen, Leute, die es noch nicht gemacht haben, Mammutmarsch Hamburg, mitmachen. 42 Kilometer, einfach anmelden. Super Community hier, super Veranstalter, macht mega Spaß. Und von daher sage ich danke fürs Dabeisein, eurerseits, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht, dann natürlich gerne den Kanal abonnieren. Freut euch auf das nächste Video, mal bestimmt wieder was anderes, eine Radtour oder sowas von mir. So geht's dann weiter. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich sage tschüss, bleibt gesund. Bis demnächst, euer Spopo. Ciao.